Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Verschwörungstheorien mit schönen Melodien Bundle von Herr Sorge. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Verschwörungstheorien mit schönen Melodien von Herr Sorge. Das Ganze aus dem Jahr 2012. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Relativ einfach gehalten von der Verpackung. Wir haben hier einfach so eine Plastikverpackung, so einen Plastikbeutel. Und dann haben wir einmal das Album und ein Shirt drinnen. Auf dieser Seite haben wir einen großen Aufkleber. Hier lesen wir Herr Sorge. Genau dieser ist dann hier abgebildet. Also für die, die es nicht wissen, Herr Sorge ist ein alter Ego, also ein zweiter Künstlername, unter dem Sammy Deluxe in der Vergangenheit in Erscheinung getreten ist. Sorge ist sein bürgerlicher Name, also er heißt bürgerlich Sammy Sorge. Und Herr Sorge ist dann eben sein zweiter Künstlername. Herr Sorge, Verschwörungstheorien mit schönen Melodien lesen wir hier. Dann haben wir so ein zwinkerndes, ja, Clown-Smiley oder was das hier sein soll. Exklusive Amazon-Edition. Und darunter gibt es noch einen gelben Barcode. Jawohl, auf der anderen Seite sieht das dann so aus. Also wir haben hier das Shirt und das Album einsehbar. Jetzt ist die Frage, wenn wir das Ganze hier öffnen, wird wahrscheinlich dieser wunderbare Sticker zu Schaden kommen, oder? Eventuell können wir den noch so ablösen. Ja, eventuell, wenn wir jetzt noch von der anderen Seite, ist gar nicht so einfach. Jawohl, wir haben es geschafft. Der Sticker ist ganz geblieben. Ja, weiß auch nicht, wofür ich den noch verwende oder wieso ich das jetzt eigentlich so gemacht habe, weil prinzipiell werde ich diese Folie wohl eh wegschmeißen. Eventuell lässt sich der Sticker hier... Eieiei. Naja, gut. Eventuell klebe ich den noch irgendwie auf der Straße an irgendeine Fassade, an irgendein Straßenschild. Weiß der Teufel wo. So, aber genug von der Verpackung. Wir kommen zum eigentlichen Inhalt. So, wir haben hier das Bundle, wie gesagt, bestehend aus einem Shirt und dem Album an sich. Nachdem das Shirt jetzt frei ist, kommt es mal zur Seite und wir widmen uns wie immer dem Album. Das ist nochmal separat verschweißt. Hier haben wir einen Sticker. Hier lesen wir auch nochmal den Namen des Interpreten plus Albumtitel und dann hier wieder dieses komische Zwinkergesicht. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien. Am besten hier an der Seite. Es hat gerade schon so ein Geräusch gegeben, als würde die CD da drin. Hört man das? Ja, wunderbar. Dann schauen wir mal. Also, so sieht das aus. Herr Sorge, lesen wir oben wieder. Wobei das O hier so ein, ja, zwar lächelndes, aber doch irgendwie traurig blickendes Smiley darstellt. Dann haben wir hier Sammy Deluxe bzw. Herr Sorge abgebildet. So sieht er aus, also immer sehr fragwürdig angezogen und auch mit Zylinder und durchaus geschminkt. Hier auf der Seite haben wir wieder den Albumtitel plus Interpreten und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist, die in einer sehr interessanten Konstellation hier gestaltet ist. Alles sieht aus wie ein wildes Sternenbild. Wir haben hier, wenn ich es richtig deuten kann, 19 Tracks. Oder, Moment, hier endet es mit 18. Ja, gut, dann haben wir wohl 18 Tracks. Und wir haben auch Features, und zwar haben wir hier Features von Flowmega, Masimoto, Megalo und Cassandra Steen. Ja, ich hoffe, dass das im Booklet vielleicht nochmal etwas übersichtlicher gestaltet ist. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall, diese Tracklist. Also wenn ich es richtig verstehe, die roten Tracks hier, die sind eine, ja, Bonus-EP oder Bonus-CD. Also wir haben hier 6 Tracks nochmal römisch nummeriert. Die regulären Album-Tracks, in diesem Fall 18 Stück, nein, sind doch 19. 19 Stück sind hier normal durchnummeriert. Ja, also so sieht das aus. Unten die Credits und Barcode. Dann schauen wir mal hinein.
Ja, also das sieht echt wild aus. Hier eben Herr Sorge. Wir kommen zum Booklet. Ja, es ist das fünfte Soloalbum von Samy Deluxe. In diesem Fall eben als Herr Sorge. Sieht so aus, als würden hier irgendwie Konsolenspiele gezockt werden. Dann haben wir hier das Logo. Also ich glaube mal, dieser Smile hier ist das Logo von Herr Sorge. Herzlich willkommen in meiner wundervollen Welt, lesen wir hier. Jawohl, also da geht mir das Herz auf. Wir haben hier die einzelnen Tracks komplett Wort für Wort erfasst. Gefällt mir richtig gut. Und das ist dann noch unterlegt hier mit wunderbaren Abbildungen geschminkter Männer. Und was haben wir hier noch? Diverse Grafiken und weiteren kleinen Abbildungen. Also ziemlich wildes Booklet. In diesem Fall hier der Interpret auf dem Mond. Hier hinten steht sogar das Mobil. Verschwörungstheorien mit schönen Melodien. Könnt ihr mal mich in den Kommentaren wissen lassen, ob ihr an die Mondlandung glaubt oder nicht. Und das lesen wir hier extra CD, genau, das habe ich gemeint. Geschichten, die Herr Sorge schrieb. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tracks. Das ist eben diese Bonus-EP bzw. diese Bonus-CD. Ja, was ich jetzt etwas schade finde, aber es ist leider oft so, dass diese Bonustracks, die wurden zwar hier erfasst mit Credits, wer das produziert hat etc. Allerdings wurde hier eben nicht die, wurden hier nicht die Lyrics, die Texte erfasst, wie bei den regulären Albumtracks. Aber naja, ich erwarte einfach immer zu viel. So, sieht das Ganze dann von hinten aus. Dann kommen wir zum Album. Das Ganze kommt in einem Digipack und sieht dann, das dürfte wohl ein Poster sein. Und hier haben wir dann die beiden CDs. Einmal hier die Haupt-CD, wie gesagt, hier das Logo von Herr Sorge. Auf der Rückseite kommt er wieder zum Vorschein. Und dann haben wir die Bonus-CD, Geschichten, die Herr Sorge schrieb. Jawohl. Also, soweit zu den CDs. Packen wir auch das Booklet mal wieder rein. Und jetzt ist uns da noch eine weitere Sache in die Hände gefallen, mit der ich ehrlich gesagt nicht gerechnet hatte. Und es dürfte sich wie erwartet um ein Poster handeln. Also, einmal im Hochformat hier wieder der Interpret abgebildet mit dem Schriftzug darüber. Also es ist, glaube ich, 1 zu 1, wenn ich mich nicht täusche, das, was wir auf dem Sticker hatten. Wo ist der? Hier ist der. Genau, also hier ist der Sticker. Hier fehlt dann natürlich der Schriftzug, aber ansonsten ist das hier 1 zu 1 der Sticker, der hier entsprechend als Poster nochmal abgedruckt wurde im Hochformat. Und auf der Rückseite haben wir dann dieses Motiv hier im Querformat. Herr Sorge lesen wir oben wieder. Ja, also die Abbildung kommt mir auch bekannt vor. Ich glaube, die hatten wir im Booklet. Dann packen wir dieses Poster mal wieder zusammen. So, lässt sich das gut quadratisch zusammenfalten. Und als letzten Box bzw. als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann noch dieses Shirt. Das Shirt ist grau, was mir prinzipiell schon mal gut gefällt. Einfach so für die Variation, denn die meisten Shirts in Bundles oder Boxen sind ja dann doch schwarz oder weiß gehalten. In diesem Fall ist das Ganze in grau. Hier lesen wir in violetter Schrift Herr Sorge. Hier wieder mit diesem Logo-Smiley. Die Rückseite ist blank. Hier gibt es nichts zu sehen. Und wir haben es hier zu tun mit einem B&C exakt 190 in der Größe L. Und das Ganze ist, wo haben wir es? 85% Baumwolle und 15% Viskose. Okay, das ist selten. Und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. So. Und zum Abschluss fasse ich noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Größe war meines Wissens dabei nicht erwählbar. Nein, also ich glaube, das war wirklich einheitsmäßig in L. Dann haben wir aus dem Booklet hier dieses Poster beidseitig bedruckt. Einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Und natürlich das Album an sich, Verschwörungstheorien mit schönen Melodien, mit 19 Tracks inklusive der Bonus-CD mit 6 Tracks, womit wir dann auf insgesamt 25 Tracks kommen. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle von
Herr Sorge, Verschwörungstheorien mit schönen Melodien. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Herr Sorge unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.